Ich habe eine Wohnung gekauft in den Bestand mit 42% Rendite. Also die schiebt komplette 42% raus, die Wohnung. Das habe ich jetzt gerade echt selber tatsächlich erst realisiert. Durch die Excel-Tabelle, welche wir im vorherigen Video gebaut haben, habe ich die mal eingegeben, die Wohnung. Und da habe ich mir gedacht, geiler Deal. 42% Bestandsrendite bei einer Mietwohnung. Da muss ich mir doch selber mal auf die Schulter klopfen. Ich zeige euch jetzt mal die Tabelle, wie die aussieht im Bestand und im Potenzial des Verkaufs und so weiter, wie die ausschauen tut und wie wir das gemacht haben, dass die Rendite so heftig ist, weil das ist echt eine richtig, richtig krasse Ansage. Bei einer Wohnimmobilie 42%, das ist eine Ansage. Da haue ich dann auch mal den Kaufpreis raus, aber nenne nicht, welches Objekt das dazu ist, weil ich kann es nicht verantworten, dass es halt dann nicht klappt zum Verkaufen oder so, weil ich da schon mal Probleme gehabt habe. Deshalb, ich zeige euch das Objekt jetzt mal, wie das gerechnet wird. Angebotspreis 110.000 Euro. Kaufpreis 110.000 Euro. Kaufnebenkosten sind in Baden-Württemberg etwa 5% vom Kaufpreis. Makler war, glaube ich, auch dabei. Ja, 2%. Wir haben nichts renovieren müssen. Das heißt, Gesamtinvestkosten bin ich hier bei 118.000. So, jetzt ist Folgendes passiert. Die Immobilie ist vermietet für 700 Euro, hat Quadratmeter, das gucke ich kurz nach, Moment, wie groß die ist. 60 Quadratmeter, das heißt, Einkaufspreis war netto 1,8 auf den Meter, brutto 1,9. Was sind die wert? Keine Ahnung, ich schreibe jetzt mal irgendwas rein, darauf kommt es gerade nicht an, deswegen mache ich es mal kursiv hier. Und mache es so ein bisschen grau, weil ich da jetzt drauf nicht eingehen will bei dem Ding. Die Nebenkosten sind relativ günstig, 24 Euro im Monat durch die Hausverwaltung, die nicht umlegbaren. Das heißt, jetzt hier mal auf die Tabelle Einnahmen-Ausgabenrechnung. Miete 8.400 Euro im Jahr, Zins aufs EK, muss ich noch was rein, hier muss ich noch was reinschreiben. Weil jetzt kommt es gleich zur Besonderheit, weil gerade seht ihr ja, wir sind hier erst bei 7%, aber ich habe ja 42%. Wie habe ich das hinbekommen? Zins, Fremdkapital, das steht hier, Nebenkosten hier, Einnahmen, Ausgaben. Und die Kredite hier auch und so weiter. Die ist eh nicht finanziert, deswegen folgender Case ist eingetreten. Wir haben die notariell beurkundet im April oder März 2023. Jetzt haben wir Juli 2024. Und der Kaufpreis ist immer noch nicht fällig gestellt. Das heißt, die Fälligkeitsvoraussetzungen für den Kaufvertrag sind noch nicht eingetreten. Der Kaufvertrag wird immer erst dann fällig gestellt oder der Kaufpreis, wenn Grundbuch gelöscht ist und alle anderen Fälligkeitsvormerkungen und Bedingungen eingetreten sind. Aufgrund einer Erbschaftsthematik und die Verkäufer den Erbschein noch nicht beantragt hatten, konnte die Fälligkeit nicht eintreten. Bis heute nicht. Es gibt keinen Erbschein. Es gibt so ein Nachlassgericht, die müssen den Erbschein erstellen. Der Notar hat gemeint, da kommt man nicht weiter. Die Tür ist abgesperrt, am Telefon geht keiner hin. Per Postweg kriegst du keine Antwort. Und da kümmern sich gerade die Erben drum, der Notar kümmert sich drum. Keiner kommt weiter. Kommt natürlich auch aufs Nachlassgericht drauf an. Wenn da jemand Vitamin B hat zum Spielen lassen, let me know. Auf jeden Fall, wir wollten das nicht auf uns sitzen lassen, denn wir wollten ja die Wohnung vermieten. Haben den Verkäufern angeboten, hey, die Probleme belasten euch genauso wie uns. Wird es für euch denn passen, wenn wir eine Anzahlung leisten, dass wir die Übergabe vorzeitig gestalten können und wir das Objekt jetzt schon vermieten können? Und dann haben die gesagt, so ja, ein bisschen Kohle wäre schon nice. Für 20.000 können wir vorzeitig übergeben. So, wir haben 20.000 bezahlt, Eigenkapital, notariell alles beurkundet, alles mit dem Notar. 20.000 und Kaufpreis nichts bezahlt bis jetzt. Ich schreibe mal 1 Euro rein, damit es halt passt. Oder? Ja, jetzt sieht es ein bisschen blöd aus. Ich schreibe mal 110, lasse ich mal drin. Aber wir haben jetzt 20.000 bezahlt, das heißt, das Eigenkapital ist das Einzige, was bezahlt ist. Das ganze Fremdkapital ist noch nicht bezahlt. Deswegen mache ich das hier mal rot, weil das ist noch nicht bezahlt und weil es musste noch nicht bezahlt werden, weil die Fälligkeit noch nicht eingetreten ist. Wir haben 20.000 bezahlt, bekommen 8.400 Euro Miete im Jahr, was eine Eigenkapitalrendite von 42% entspricht. Die ganzen Kosten hier auf diese zweite Rendite sind auch irrelevant, weil wir haben ja keine Zinsen, was wir zahlen müssen. Also Eigenkapitalrendite 42%.
ist ein bisschen komplizierterer Case, aber ja, auf jeden Fall ein nices Investment bis jetzt. Wenn dann die Kaufpreise irgendwann fälliggestellt werden, dann haben wir die 20.000 schon gut wieder raus und der Rest kommt dann eh von der Bank und dann kann man das Objekt entweder weiterverkaufen oder langfristig im Bestand behalten. Wir hatten jetzt in letzter Zeit öfters das Thema, dass Kaufpreise halt lang nicht fälliggestellt werden können, weil die Grundschulden im Grundbuch drinstehen. Die Verkäufer wissen teilweise gar nicht Bescheid. Also wenn man vom Makler kauft, ist in der Regel das alles organisiert und man kann alles ganz normal kaufen. Die Fälligkeit tritt ein, man kann überweisen und so weiter. Aber wenn man von privat kauft, dann ist es manchmal, dann poppen Sachen kurz vorm Termin oder im Notartermin auf, wo keiner auf dem Schirm gehabt hat, so wie auch hier es der Fall war. Und dann muss man halt die Situation entweder abbrechen, was scheiße ist für alle Beteiligten, oder man nutzt die halt zu seinem Vorteil, indem man so einen Vorschlag unterbreitet, wie wir es jetzt getan haben mit der Anzahlung. Und dementsprechend haben wir jetzt schon einen Return of Invest, 42%. Das heißt, in Jahren, 2,38 Jahre brauchen wir, um das Geld wieder reinzubekommen. Mittlerweile haben wir schon fast 1,5 Jahre rum, weil halt einfach die Behörden in Deutschland nicht richtig funktionieren. Schade, so leid es mir tut, es sagen zu müssen, aber es kann nicht sein, dass 1,5 Jahre nach dem Kaufvertrag die Fälligkeitsvoraussetzung aufgrund Dritter, also da kann ja niemand was dafür, nicht eintreten. Man muss sich darauf gefasst machen, dass sowas passiert. Hättest du jetzt eine Finanzierung unterschrieben oder hätte ich jetzt eine Finanzierung unterschrieben für das Ding mit einer Gültigkeit, Terminierung und Abnahmepflicht bis dahin, sonst muss ich negativ oder Bereitstellungszinsen zahlen und so weiter. Gibt es ja alles heutzutage in den Finanzierungskonditionen, hätte man halt unnötige Kosten gehabt, die man hätte verhindern können. Müsst ihr euch überlegen, wenn sowas passiert, wie ihr weitermacht. Ich habe es durchzogen und war auf jeden Fall eine schlaue Entscheidung. Wir haben schon Käufer vorliegen für die Wohnung, aber zieht sich halt noch raus, alles gerade. Ne? Hattet ihr schon mal so einen krassen Fall bezüglich irgendwelchen Grundbuchämtern oder ja, Grundschulden löschen oder Erbschaften und so weiter? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, weil da können wir vielleicht alle was daraus lernen, wie man das entweder vermeidet oder zu seinem Vorteil nutzen kann. Was auch noch passiert ist neulich, das muss ich auch noch erzählen. Wir haben ein Objekt von einem Nachlass gekauft und dann ist der Erbe gestorben. Also Nachlass heißt, das Objekt wird verkauft für den Erben. Der Nachlasspfleger verkauft es für den Erben und der Erbe ist gestorben. Das heißt, es wurde ein Objekt verkauft von einem Erbe seinem Erbe. Und das sind Fälle, die sind so ganz Sonderfälle und da kann man auch nicht drauf pochen, dass man da vorbereitet ist. Aber deswegen ist es wichtig für uns alle, also auch für mich, dass ich solche Fälle kenne. Was kann passieren? Wie löst man das Problem? Schreibt es einfach in die Kommentare rein, da helfen wir uns gegenseitig weiter. Also was kann man an Rendite aktuell überhaupt noch erzielen am Markt? Ich sage immer, es kommt darauf an, was ist halt der Stand der Technik. Kauft man einen Neubau, ist die Rendite deutlich schlechter als bei einem Bestandsobjekt. Ist das Bestandsobjekt älter als ein mittelaltes, ist die Rendite nochmal ein bisschen besser, weil umso höher das Risiko eines Invests wird, desto höher die Rendite. Und das gleiche gilt auch für die Lage. Umso besser die Lage, desto schlechter die Rendite. Weil wenn das irgendwo in einem Zentrum von einer Großstadt ist, hast du einfach eine schlechtere Rendite, wie wenn es auf dem Land ist, weil die Wiedervermietbarkeit und die Sicherheit und die Wertentwicklungspotenziale deutlich schlechter sind. Aber auf der anderen Seite hat man in den zentralen Lagen auch ein Blasenbildungsrisiko, wie man jetzt gesehen hat, in den Großstädten sind die Preise größer zurückgegangen als auf dem Land, weil da halt einfach auch auf Wertzuwächse spekuliert wird und nicht nur auf Mietrenditen. Und das sind halt so die Unterschiede, wo man halt wissen muss, was will ich, worauf lasse ich mich ein. Und das sind die wichtigsten Key Facts, die wir jetzt hier mal rausgehauen haben. Und solltet ihr euch bewusst sein drum.